Diamond First. Dunkelbrauner Oldenburger Hengst des Jahrgangs 2015. Vom Diamond Hit Fürst Heinrich Famos Benediktus. Der Name ist Programm. Der großrammige Braune verspricht, ein ebenbürtiger Nachfolger der ersten Stunde für seinen so bedeutenden Vater zu werden. Der Prämienhengst der Oldenburger Körung 2017 stammt aus gestütseigener Zucht und hat das, was seinen Vater auszeichnet. Ihn umgibt eine gewisse Aura eines besonderen Hengstes, Überlegenheit und Habitus ausstrahlend. Diamond First besticht durch exzellente Grundgangarten und Interieurwerte der Spitzenklasse. Immer wieder beeindruckend der Bewegungsvortrag in Trab und Galopp, stets bergauf mit viel Hebel, Schulterfreiheit und maximalem Bodengewinn, auch im Schritt gelassen mit Fleiß und Raumgriff. Das Fachpublikum in Vechta bedachte seinen Auftritt mit frenetischem Applaus. Im Pedigree verbinden sich gefragte Hauptvererber unseres Gestüts miteinander. Der Vater Diamond Hits war 2002 sowohl Vize-Weltmeister als auch Vize-Bundeschampion der fünfjährigen Dressurpferde. Im Jahr zuvor war er Vize-Landeschampion und Vize-Bundeschampion der vierjährigen Hengste. Später war Diamond Hits bis zur Klasse S auf internationalem Level erfolgreich. Mit Emma Hindel für Großbritannien platzierte er sich im Grand Prix von Aachen, Wiesbaden und Stadl-Paura und ist auch als Vater von exzellenten Dressurpferden und bedeutenden Hengsten hoch bewährt. Er zählt zu den herausragenden Stempelhengsten der deutschen Zucht. Die Mutter Fela brachte mit Christ den 1C-Prämienhengst der Oldenburger Körung 2011, Kristall, und mit Beilamos Bioli die Staatsprämienstute Bailea als Teilnehmerin der Elite-Stutenschau in Raststede 2014. Der Muttervater Fürst Heinrich war Hauptprämiensieger anlässlich der Oldenburger Körung 2002 und gefeierter Weltmeister der fünfjährigen Dressurpferde 2003 in Verden. Er entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum absoluten Starvererber mit über 30 gekürten Hengsten und über 50 Staats- und Verbandsprämienstuten. Mit Van the Man und Fürstenball stellte er zweimal den Oldenburger Siegerhengst. Seine Tochter Woodlander Farouche war Doppelweltmeisterin der jungen Dressurpferde. Diamond First vom Diamond Hits Fürst Heinrich Famos Benediktus.